enthält das meistens keine Fenster mehr. Trotzdem benötigen wir für die Prozesse eine ganze Menge an Luftvolumen. Die Frage ist nun, wie kriegen wir diese ganze Luft ins Mühlengebäude und dies auch an der richtigen Stelle, in der richtigen Temperatur, auch allenfalls aufbereitet. Zu diesem Thema hören wir das nächste Referat. Die Referenten sind deren drei. Ich glaube, mit Ihnen wird der Herr Gausepohl, nachher der Herr Dönsenmann, wenn ich das richtig verstanden habe, und ganz am Schluss hören wir noch den Herrn Augustin. Ich werde versuchen, diesen Vortrag etwas aufzuschlitten, damit Sie von jedem Blickwinkel der Beteiligten einmal eine Stellungnahme dazu bekommen. Ich werde also als derjenige, der Projektleiter war, mal das Ziel und die Aufgabe der Anlage mal definieren. Der Herr Christopher Dönsemann, Teil von der Firma ADT, wird über die Planung und Ausführung referieren und ein paar 3D-Animationen mal zeigen und einen Film bringen. Und der Herr Thomas Augustin von der Emsland Pflaumen jetzt über praktische Erfahrung. Dann werde ich das Ganze nochmal zusammenfassen am Ende des Vortrags. Wir alle wissen, wie es zugeht in der Praxis. Immer strengere Audits umklammern uns, halten uns fest und reglementieren uns immer weiter. Die Forderungen der Kunden werden immer strenger und die Anforderungen der Standards ebenso. Das heißt also, wir müssen uns mit Fluginsekten beschäftigen. Schon seit geraumster Zeit sind zwar die Fenster noch auf und Fliegengitter sind davor, da sind schon einiges getan worden. Aber auch die Fliegengitter können natürlich mit dem Laufe der Zeit verschmutzt werden, das kennen wir alle. Im Winter haben wir das Problem der kalten Außenluft, die wir ansaugen. Und im Sommer genau das Gegenteil, nämlich die heiße Außenluft. Und wir haben zunehmend messbar in den Mühlen meistens eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit. Liegt sowas um die 45% relativer Luftfeuchtigkeit plus minus. Und dem Aufbau der Anlage. Man sieht hier erstmal die beiden im Garten von dem Herrn Gausepohl erwähnten Gebäude. Man hat hier im Grunde genommen rechts und links die beiden Lager, von denen die Mühlengebäude dann halt da abgegrenzt sind. Man sieht jetzt hier oben auch schon unseren Wärmetauscher, den wir im Grunde genommen zwischen den beiden Gebäuden, die stehen jetzt hier gesehen hintereinander, installiert haben, sodass wir dann in der Mitte dazwischen in dieses Atrium, was zwischen den beiden Gebäuden dann da gebildet wird, die Zuluft einführen konnten. So, ich komme erstmal zum grundsätzlichen Aufbau der Anlage. Wir gucken jetzt hier im Grunde genommen von der anderen Seite auf die beiden Gebäude. Da haben wir hier dann das erste Gebäude, wo wir gerade auf die Rückseite geguckt haben. Und hier das zweite Gebäude, wo wir dann auf den Stockwerken darunter die einzelnen Mühlenanlagen haben, wo wir dann die Zuluft in das eben erwähnte Atrium hier zwischen den beiden Gebäuden einleiten. Dafür haben wir hier den Wärmetauscher, den man hier eigentlich auch schon groß sehen kann, in vier einzelnen Einheiten, hauptsächlich aufgrund der strukturellen Integrität, damit mehr Festigkeit von dieser großen Anlage erreicht wird, mit den vier Endpunkten. Was dabei natürlich, ich sag mal, eine relativ schwierige Angelegenheit ist, ist, wenn dann unsere relativ großen Komponenten dann halt vernünftig auch auf dem Dach zu verstauen. Hierfür haben wir in diesem Fall dann einmal eine Unterkonstruktion, wo hier nachher die Wanne unterhalb des Wärmetauschers draufsteht, gestaltet. Die ragt dann im Grunde genommen auf der einen Dachseite auf dem Dach selber, beziehungsweise wurden diese Füße hier immer noch mit den. Was wir natürlich auch machen, ist, weil wir einen generellen Unterdruck in der Anlage verhindern wollen, ist, dass wir den Druck der Anlage messen, um halt immer die Ventilatorleistung der Zuluft auf die Ventilatorleiste der eigentlichen Mühlenanlagen abstimmen zu können. So dass wir halt zu jedem Zeitpunkt in der Anlage einen Überdruck haben und nicht irgendwie Gefahr laufen, uns von außen irgendwelche Insekten
in die Anlage reinzuziehen. Sämtliche Werte werden in einer von uns eingeführt und zugeteilten Steuerung zusammengeführt. Man kann hier sehen, dass hier die Außenfeuchte, die Temperatur erfasst wird, die verschiedenen Lufttemperaturen, also vor dem Wärmetauscher, nochmal hinter dem Wärmetauscher. Und die Luftraten von den einzelnen Mühlenanlagen kann man dann hier immer sehen und die Klappenstellung, je nachdem, ob wir jetzt gerade in einem Sommerbereich oder in einem Winterbereich sind, also ob die Wärmetauscher im System haben oder nicht. Man konnte es da irgendwann sehen, hier ist das Atrium, hier zieht er die Luft dann durch den Wärmetauscher rein, die Zuluft, und führt sie im Grunde genommen dann hier durch diesen blauen Bereich nach unten, während die Abluft von der Anlage selber durch die Abluftwege und gerade nach oben nach draußen durch den Wärmetauscher gedrückt wird, im Wärmetauscherbetrieb und direkt nach außen im Sommerbetrieb. Hier gehen wir jetzt direkt in die Anlage noch rein, von der gleichen Stelle, wo wir gerade dann vorne vorfahren. Man sieht jetzt hier die Wärmetauscher wieder stehen mit den Abstützungen und vorne vor der Treppenkonstruktion und den GFK-Kanälen da vorne vor. Alle Materialien machen wir grundsätzlich immer aus bei uns hauseigenen GFK-Profilen und GFK-Kanalbauplatten. Man sieht hier über die Profile, damit wir ja, langfristig im Grunde genommen sicher sind. Die Anlagen, die wir so erstellen, sind für die Ewigkeit. Die Umgebung an. Die Schwankungen in der Feuchtigkeit der Gemälde bei hohen Temperaturwechseln, im Sommer bei Tag und Nacht zum Beispiel. Und bei sehr kalten Außentemperaturen und Lufttemperaturen die Kondensatbildung im Mahlsystem, ist eine sehr kalte Außenluft, trifft durchs Fenster das warme Mehlrohr und dann haben wir Kondens. Die Vorteile, die wir durch das System erfahren haben, sind, dass die Feuchtigkeit im Mehl sich viel besser regulieren lässt. Also sie haben weniger Schwankungen in den Tag-Nacht-Wechseln. Sie können die Mehlfeuchte besser steuern. Die Sanitation der Mühle hat sich deutlich verbessert. Die Mühle ist insgesamt sauberer. Sie haben nicht mehr die ständig verschmutzten Insektenschutzgitter, die sie wirklich reinigen können, weil die zusätzen mit irgendwelchen Viechern. Durch die angewärmte Luft im Winter verringern sie die Kondensation im Mahlsystem. Die Reinigungsintervalle lassen sich dadurch verringern. Zusätzlicher Aufwand. Glücksfall hier. Ja, bei aller Schwierigkeit muss man ja auch noch ein bisschen Glück haben, für uns ja nicht. Gut, eine allerletzte Frage noch von Herrn Heidinger und dann ist die Kaffeepause, Herr Schumacher. Wenn Sie was sagen zu den Druckdifferenzen, in Pascal fahren Sie diese Axiallüfter? Die Axiallüfter selber, vielleicht auch noch dazu, sind von Ebm Harz, alles EC-gesteuerte Ventilatoren, die einen maximalen Druckverlust, ich sag mal, mitmachen bis 280 Pascal. Der Wärmetauscher selber braucht im schlimmsten Fall 60 Pascal und die Filter haben beim Nennvolumenstrom halt auch nochmal irgendwie so 50 Pascal. Also ich sag mal, wenn wir alle Kanäle nochmal mit einrechnen, werden wir bei dieser Anlage wohl so irgendwo auf einer Zuluftseite bei 150 Pascal liegen. Auf der Zuluftseite eher weniger. Sehr gut. Zu der Partikelgröße dieses Druckfilters, würdest du da was sagen? Uff, habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Ich meine, das waren irgendwie 15 bis 150 Mikrometer, was die Filter da haben, aber da bin ich nicht ganz sicher. So, wunderbar, das war die letzte Frage noch vor der Kaffeepause. Dann vielen Dank an die Veranstalter.